Gut, wir melden uns dann wieder. Alle werden älter, da muss selbst Harry Potter durch. Der wird 25 und bei den Fans geht wahrscheinlich sofort das Erinnerungskino an. Wie war das damals, diese irre langen Schlangen vor den Buchläden? Fans haben gekämpft vor der Tür, weil sie alle Bücher haben wollten. Und der Zauber, der ist bis heute riesengroß. Und dass es die Geschichte geschafft hat, weiter viele in den magischen Bann zu ziehen. Auch ein Musical gibt es ja inzwischen, hat ganz viele Fans. Und heute vor 25 Jahren kam das erste Buch raus und die Geschichten mit dem Zauberlehrling, als sie sich rumgesprochen hatten, wurden dann zum Riesenerfolg. Überall hieß es, kennst du schon Harry Potter?